Und damit sind wir auf Pfadfinder Rang 10. Wenn du auch wissen willst, wie du das schaffst, gib dem Video einen Like, abonniere den Kanal und schau dir dieses Video an. Viel Spaß! Um die Pfadfinderklasse möglichst schnell zu leveln, begebt ihr euch nach Whaler's Bay zum Auctionsglade Biwak. Denn hier habt ihr in der Nähe mehrere Orte, die reich an Gegnern sind, die ihr für das Leveln der Klasse benötigt. Wir haben hier zwei Checkpoints, die Lagerhalle, das Mechanikforschungszentrum, um nur mal ein paar zu nennen. Für die erste Aufgabe müssen wir 5 Gegner mit einer Feuerwaffe töten und ein taktisches Depot finden. Das taktische Depot ist mit der Speersicht schnell gefunden. Ist natürlich jetzt keins unmittelbar in der Nähe. Das hier scheint relativ noch im Vergleich zu den anderen relativ nah zu sein. Damit euch bei der ganzen Rumrennerei die Ausdauer nicht ständig ausgeht, könnt ihr euch eine dicke Fitnessration reinziehen, denn mit dem Pfadfinder habt ihr auf Stufe 1 50% mehr, also 50% mehr Leistung der Ausdauerration und 50% eine 50% längere Wirkdauer. Und da haben wir auch schon das taktische Depot. Jetzt sind wir hier in der Nähe vom Checkpoint Weasel Delta. 1 2 3 4 Gut, das waren schon 6. Auf dem zweiten Rang müssen wir 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten und 15 Gegner mit einer Feuerwaffe. Einen haben wir gerade schon. Dazu begeben wir uns jetzt in die nahegelegene Lagerhalle von Skell. Meine Drohne wurde bei einem Erkundungsflug entdeckt. Und deshalb haben die hier ein bisschen Verstärkung bekommen. Die sitzen jetzt hier rum. Aber das kommt uns sehr gelegen. Das sind ein paar kostenlose Kills für uns. 20.000 für die Entdeckung. Da die Gegner in der Lagerhalle jetzt größtenteils in Alarmbereitschaft sind, begeben wir uns weiter zum Checkpoint Weasel Charlie. Da hier sonst keine Gegner sind, geht es sofort weiter zum Mechanikforschungszentrum. Und unterwegs entdecken wir doch glatt ein Zweiergrüppchen. 3 Gegner in 3 Sekunden also. Zack, das waren die 3 Gegner in 3 Sekunden. Und schon sind wir auf Rang 3. Und da hinten haben wir ein Grüppchen Wolves. Um auf Rang 4 aufzusteigen, müssen wir 20 Feinde töten, ein Uplink-Protokoll benutzen und das Amaros-Interface einsetzen. Da können wir doch schon mal 2 nützliche Dinge mit einem Amaros angenehmen Krone verbinden. Gesichtet und bereit für den Uplink. So, dort angekommen, einfach alles ausschalten, was euch in die Quere kommt. Die Spähersicht kann euch beim Entdecken der Gegner äußerst behilflich sein. Störende Drohnen könnt ihr einfach von euren KI-Kameraden oder auch von Simultanschussdrohnen ausschalten lassen. Das war ein Bug. So, der Bug ist reported, aber der Tod war auch gar nicht schlimm, denn jetzt leben wieder alle Gegner. Für Rang 5 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln in Folge, das heißt 4 Kopfschüsse ohne einmal daneben zu schießen, 10 Gegner ohne entdeckt zu werden und 25 Gegner mit einer Handfeuerwaffe. Wir begeben uns als nächstes hier zur Giftmüll-Lagerhalle. Das waren 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln in Folge. Warum hat sich der Counter hier nicht erhöht? Seltsam.
Jetzt hat's geklappt. Das waren aber mehr als 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln in Folge. Aber egal, Hauptsache geschafft. Unser Kamerad hat gemeldet, Gebiet gesichert, also müssen wir jetzt wieder weiterziehen. Und zwar gehen wir wieder zurück zum Mechanik-Forschungszentrum. Ich hoffe, dass wir hier weit genug weg waren, sodass hier wieder neue Gegner gespawnt sind. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Gegner respawned sind, aber auf jeden Fall gibt es hier noch genügend Gegner, um ein bisschen aufzuräumen. An diesem Ort gibt es jetzt ebenfalls keine Gegner mehr und darum machen wir uns auf den Weg zurück, hier die Straße entlang, dann wieder über Checkpoint Wiesel Charlie und Wiesel Delta zur Lagerhalle und dann zur Fahrgestellfabrik vielleicht. Und schon sind wir Rang 5. Jetzt werden die Aufgaben langsam etwas komplexer. 30 Gegner mit einer Feuerwaffe, 2 davon haben wir gerade schon mitgenommen. 3 Gegner im Nahkampf töten, 3 Gegner mit einer Handfeuerwaffe ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln, also mit der Pistole. Und 3 Gegner innerhalb von 6 Sekunden mit Kopfschüssen. Das war die erste. Noch 2 Gegner und dann haben wir auch die zweite. Was? Wie weit ist der denn geflogen? Gut, und dann weiter zum nächsten Checkpoint auf der anderen Seite des Tunnels. So, wunderbar. Fehlen noch 12. Noch 3. 2. 1. Da ist der letzte. Rang 6. Um auf Rang 7 aufzusteigen, müssen wir jetzt 40 Gegner töten mit einer Feuerwaffe, 3 taktische Depots finden, 20 Gegner töten ohne zu sterben, das dürfte kein Problem darstellen, und einen Gegner mit einem Kopfschuss aus einer Entfernung von mehr als 150 Metern. Auf alles gefasst, falls sie zurück. Hä? Oh Mann. Als nächstes werden wir uns hier runter zur Fahrgestellfabrik vorarbeiten, denn die ist noch komplett jungfräulich hier bei unserem Speed-Leveling. Ein Auto, sehr schön. Das waren die taktischen Depots. Vielleicht können wir mit dem schon unseren 150 Meter Kopfschuss erledigen. Nice, hat geklappt. Da hier jetzt sowieso alles den Bach runtergeht, schnappen wir uns einfach den Heli und fliegen wieder zurück. So wie es aussieht, war der Scharfschütze hier der einzige, der respawned ist. Aber die Gegner hier unten am Checkpoint sind wieder da, habe ich gesehen. Und nebenbei haben wir auch noch 20 Gegner ohne zu sterben getötet. Prima. Schon sind wir auf Rang 7. Und weiter geht's mit dem Grind. 50 Gegner mit Feuerwaffe. 3x2 Gegner mit 2 unterschiedlichen Schusswaffen in 3 Sekunden. Das heißt schießen und direkt wechseln und nochmal schießen. Das wird knapp. Ein Kopfschuss aus mehr als 250 Metern. Das wird mit dieser Waffe vielleicht ein bisschen schwieriger. Und 20 Gegner ohne entdeckt zu werden. Gut. Gut, damit wäre dieses Gebiet hier ebenfalls gesäubert.
dem Weg zum Checkpoint gibt es wie immer einige Wachen. Sehr schön. Ah, verdammt, ich habe ihn gerade gekillt da hinten und habe die Aufnahme nicht gestartet. Ah, jetzt noch 20 Gegner ohne entdeckt zu werden und dreimal zwei Gegner innerhalb von 3 Sekunden mit zwei verschiedenen Waffen. Das war einmal. So, ich bin gerade wieder gestorben, aber das macht gar nichts, denn das ist für unser Vorhaben hier sogar sehr praktisch, weil die Wachen dann nicht mehr in Alarmbereitschaft sind und außerdem wieder vollzählig. Hier ist niemand. Da kommt. Yeah, nice. Sterb, du bist geboren! Nice, geschafft. Und jetzt nur noch 20 Gegner ohne entdeckt zu werden. Das wird hier aber nichts mehr. Dann schauen wir doch mal, ob die Kills auch als Kills zählen. 6 Kills und 3 oder so hatten wir schon. Und hier haben wir jede Menge Depots. Können wir die Drohne direkt wieder aufladen. Jawohl, es hat gereicht, es hat geklappt. Pfadfinder, Rang 8. Sehr schön. Also für diese Herausforderung könnt ihr auch ganz einfach die Armaros-Drohne einsetzen. Als nächstes wieder 60 Gegner grinden, 2 Gegner mit Kopfschüssen aus 250 Metern töten, einmal 6 Meter mit der Pistole, 6 Gegner mit der Pistole ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln und 30 Gegner ohne zu sterben. Gut, das ist nicht besonders schwer. Nice! Das war ein Kopfschuss! Nice! Haha! Geil! Das waren die zwei 250 Meter Kopfschüsse. Bam! Jetzt nur noch Gegner grinden. Am besten ohne zu sterben. Und das waren die 30 Gegner ohne zu sterben. Fehlen noch 30 Gegner zum Grinden. Und das war's. Und für Stufe 9 abermals 80 Gegner töten, 10 Kopfschüsse in Folge, okay, 30 Gegner ohne entdeckt zu werden und eine Behemoth zerstören. Alles klar. Und das waren die 80 Kills. Fehlen noch 30 Gegner ohne entdeckt zu werden, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und ein Behemoth. Und das waren die 30 ohne entdeckt zu werden. Fehlt nur noch die Behemoth-Drohne. Das nächste Behemoth-Gebiet ist auch gleich hier im Osten. Hinter dem Murmur-Gebiet ist hier ein Behemoth-Verteidigungsgebiet und dort gehen wir jetzt hin.
bei der Behemoth-Drohne. Wenn ihr übrigens Tutorials für den Kampf gegen Behemoth, Amon und Murmur-Drohnen im Immersive-Mode haben wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich werde da demnächst noch ein paar Videos dazu machen. Wir beginnen den Kampf wie immer mit einem Raketenwerferschuss. Dann begeben wir uns hier in diesen Tunnel. So, hier sind wir vor der Behemoth-Drohne sicher und können unser Amaros-Interface nutzen. Amaros-Drohne auf der Station. Aber um sicherzustellen, dass die Drohne in die richtige Richtung fliegt, drehen wir uns vorher um. Wie ihr seht, bringt das gar nichts, mit noch mehr Sprengwaffen drauf zu schießen. Deshalb müssen wir den Rest mit dem MG erledigen. Wenn einem währenddessen die Munition ausgeht, ist das natürlich schlecht. Aber dann müssen wir uns eben von den NPC-Leichen ein bisschen mehr neue Munition, besorgen. Und das war die Behemoth-Drohne. Und damit sind wir auf Pfadfinder Rang 10.